Philippe Pires, herzlichen Glückwunsch, die Austria gewinnt bei der Admira mit 3:1. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, heute war nicht so leicht für uns. Wir haben letzten Donnerstag ein hartes Spiel gehabt gegen Osijek bei Europa League, wo wir haben viele gekämpft haben. Heute waren wir ein bisschen müde, aber in meiner Sicht, wir haben ganz klar diese Siege verdient. Trainer, danke. Wir haben ganz klar diese Siege verdient. Ja. Wir haben gut gespielt, erste Halbzeit so 10, 20 Minuten, 4 Stunden. Wir haben nicht so super gespielt, aber dann mit Konter, wir haben 3 Tore auf Konter gemacht. Du hast selber 2 Tore geschossen. Du wirst wahrscheinlich rundum zufrieden sein, oder? Ja, sicher. Ist immer gut, Tor zu machen. Aber für mich ist wichtig, wie gesagt, immer die 3 Punkte. Ne? Egal, wer Tor schießen, ja, die wichtigste für mich ist die 3 Punkte. Du hast sehr viel gespielt jetzt in der ersten Phase. Spürst du Müdigkeit oder ist der Akku noch voll? Ja, ich bin eh müde, aber das ist Fußball. Das ist immer gut, wenn du immer spielst, weißt du. Ich mag nicht auf Bank bleiben, ja? Na, egal wie viele Minuten ich spiele, ich mag immer zu spielen. Dein Fazit jetzt nach der ersten Phase vor der Länderspielpause, wie siehst du die Saison bisher? Ja, ist gut. Ne? Jetzt wir haben Länderspielpause, wir regenerieren, weil wir haben WRC und dann AC Milan und ja, so ist. Lukas Kozarek, für die Admira setzt es eine 1:3 Niederlage gegen die Austria. Du bist im Laufe des Spiels eingewechselt worden. Wie hast aber du das Spiel generell gesehen? Ja, ich denke, dass wir am Anfang ganz gut reinkommen sind. Wir haben auch nur Halbchancen gehabt, aber die Austria hat nicht viel Chancen gehabt. Ja, und dann kriegen wir halt durch einen Eckball für uns und die laufen allein aufs Tor. Das kann natürlich nicht sein. Auch 2 Minuten vorher das Gleiche. Aus dem Fehler haben wir nicht gelernt. Und ja, mit der Qualität dieses Jahr, mit der Schnelligkeit haben sie es dann bestraft. War das der Unterschied? Weil von außen hat man das Gefühl gehabt, ihr wart zu Beginn besser und ihr wart am Ende besser. Was waren dann die Punkte, warum ihr den Spielfluss verloren habt? Ja, ich denke, dass wir einfach nicht... Wir haben gut kombiniert, aber wir haben am Ende, wir sind nicht wirklich zu Chancen gekommen. Wir haben Halbchancen gehabt, bis am Ende halt. Und ja, ich denke, dass das Problem war, dass wir nicht wirklich Druck aufbauen konnten. Die Austria hat natürlich sehr schnelle Spieler, eine gescheite Mannschaft. Und ja, die haben das dann souverän fertig kontert, fertig gespielt. Und dann ist es schwierig, wenn es gegen die Austria 2:0 hinten bist, wird es schwer. 6 Runden sind gespielt. Wie sieht denn dein Fazit aus bisher? Ja, ist jetzt eh noch schwierig zu sagen, aber natürlich sind wir nicht zufrieden mit 6 Punkten. Wir haben jetzt die erste Heimniederlage eingesteckt, das wollten wir natürlich verhindern. Jetzt müssen wir schauen, dass wir auswärts auch punkten. Und ja, ich glaube, dass für jeden Gegner trotzdem da immer schwer sein wird und wir werden unsere Punkte machen.